Ashley Kane trauert um seine Tochter. Die kleine Azalea ist gestorben. Im August 2020 erblickt das erste Kind des Ex-Fußballprofis und seiner Freundin Safia das Licht der Welt. 2 Monate später melden sich die frischgebackenen Eltern mit dieser herzzerreißenden Nachricht bei den Fans. Ihr Mädchen hat Leukämie. Vor kurzem erklären Ärzte dem Paar dann, dass ihr Baby nur noch wenige Tage zu leben hat. Und tatsächlich, Azalea verliert am Wochenende den Kampf gegen die heimtückische Krankheit. Das gibt der trauernde Vater bei Instagram bekannt. Ruhe im Paradies, meine kleine Prinzessin. Ich werde dich immer im Herzen tragen, bis ich dich im Himmel wieder halten kann, schreibt Ashley zu diesem Foto, auf dem er seine Kleine noch einmal in den Armen hält. Safia nimmt auf ihrem Profil ebenfalls Abschied. Zu dieser Aufnahme hält sie fest: Du bist mein Engel, mein Herzschlag, meine Seele. Ruhe in Frieden, mein kostbares Baby. Du wirst immer bei mir sein, wie ein Handabdruck auf meinem Herzen. Seit Anfang an lassen der ehemalige Ex-on-the-Beach-Kandidat und seine Partnerin die Öffentlichkeit an der bewegenden Geschichte ihrer Tochter teilhaben. Eine der ersten Aufnahmen, die Ashley veröffentlicht, ist diese hier. Sein Mädchen ist sichtlich erschöpft, dennoch versucht der 30-Jährige, die Kleine aufzuheitern. Und das scheint ziemlich gut zu funktionieren. Obwohl hinter Azalea 2 Chemotherapien und gleich mehrere schwere Operationen liegen, ist sie ein absoluter Sonnenschein. Im Februar bekommen Ashley und Safia dann die Nachricht, dass ihr Baby nach Monaten endlich das Krankenhaus verlassen darf. 10 Minuten bevor sie sich auf den Weg nach Hause machen wollen, folgt die nächste Hiobsbotschaft. Die Leukämie ist zurück. Die Familie entscheidet sich dafür, weiterzukämpfen. Doch der Kleinen geht es mit der Zeit immer schlechter. Und auch die Eltern kämpfen mit der Situation, wie Ashley in diesem Insta-Beitrag erklärt. 3 Stunden Schlaf in 2 Tagen ist die Realität. Auf dieser Reise gibt es keine freien Tage, keine Auszeiten und keine einzige Sekunde ohne Sorgen oder Angst. Leider sind seine Sorgen berechtigt, denn Azaleas Zustand verschlechtert sich immer mehr. Die Ärzte finden weitere Tumore. Bauch, Lunge und Nieren sind betroffen. Laut der Mediziner hat das Mädchen nur noch eine Lebenserwartung von wenigen Tagen. Ashley fasst daraufhin den Entschluss, seine Tochter mit nach Hause zu nehmen. Seit sie 8 Wochen alt ist, war sie im Krankenhaus, hatte Chemo, Operationen, Transplantationen. Und für die letzten Momente will ich sie einfach nach Hause bringen, sie als Baby sehen und ihr das bestmögliche Lebensende schenken. Die kleine Kämpferin muss nach ihrer Entlassung dennoch immer wieder ins Krankenhaus. Vor wenigen Tagen erleidet sie nach einem Spaziergang sogar einen schweren Krampfanfall. Ashley ist sich bewusst, dass Azalea bald stirbt und widmet seiner Tochter wenigen Stunden vor ihrem Tod diese rührenden Zeilen. Deine Entschlossenheit inspiriert mich. Du beeindruckst mich jeden Tag aufs Neue. Ich bin so stolz auf dich. Ich kann mir ein Leben ohne dich nicht vorstellen. Ich habe Vertrauen in dich, mein Champion, mein Held. Ich liebe dich.